Wenn du Tiere suchst, die zur Vergesellschaftung mit dem Axolotl geeignet sind, oder wenn du Tiere suchst, die Axolotl problemlos fressen können, oder wenn du eine Mischung aus diesen beiden Varianten suchst, dann ist dieses Video hier genau das Richtige für dich. Denn heute soll es um Kardinalfische und um Zebrabärblinge gehen. Dass ich Zebrabärblinge in mein Axolotl-Aquarium integriere, ist das zweite Mal. Kardinalfische hingegen hatte ich vorher nicht. Und sehr lange habe ich gewartet, bis die neuen Fische einziehen konnten, weil es draußen so warm war und weil die Aquarien dort, wo ich die Fische kaufe, nicht gekühlt sind und weil ich den Fischen den Stress durch zu große Temperaturunterschiede ersparen wollte. Die Aquarien dort hatten ca. 28 Grad und meine Axolotl leben bei 18 Grad. Und selbst mit einer langsamen Eingewöhnung fand ich das unzumutbar. Also habe ich gewartet, bis ich die Außentemperatur ein wenig abkühlte und dann habe ich das Aquarium gründlich gereinigt und auch neu bepflanzt. Dann schwammen die Fische in ihren Beuteln mehrere Stunden oben im Aquarium, um sich an die neue Wassertemperatur zu gewöhnen. Das Ganze war recht lustig, denn sie verhielten sich ruhig, außer wenn ich mich über die Beutel beugte und sie meine Bewegungen wahrgenommen hatten. Dann schwammen sie aufgeregt hin und her und verursachten, wenn sie mit ihren Flossen an die Plastik stießen, knisternde Geräusche. Ich hatte ja erwartet, dass die Axolotl darauf reagieren, aber nichts dergleichen geschah und es war, als wären die Beutel gar nicht da. Das änderte sich natürlich schlagartig, als die Beutel geöffnet wurden und die Fische zuallererst in Richtung Boden schwammen. Ja, es sind recht viele Fische, denn insgesamt sind es 12 Zebrabärblinge und 15 Kardinalfische. 2 Zebrabärblinge waren noch im Aquarium drin, denn das waren offensichtlich die flinkesten der 10 vorherigen Zebrabärblinge, also die, die so schnell waren, dass sie nicht gefangen und gefressen werden konnten. Und genau diese beiden kann man gut von all den anderen unterscheiden, da sie wesentlich größer und auch dicker sind. Deswegen haben sie auch Namen bekommen, sie heißen Ping und Pong. Und wer von beiden Ping oder auch Pong ist, kann ich dir nicht sagen. Und es spielt auch keine Rolle, da die beiden immer neben oder hintereinander schwimmen. Wo Ping ist, ist auch Pong. Und wo Pong ist, ist auch Ping. Wenn du mir vorher gesagt hättest, dass ich zu Fischen eine Bindung aufbaue und selbst wenn es nur eine ganz kleine ist und diesen auch Namen gebe, hätte ich dich wahrscheinlich für verrückt erklärt. Aber man mag es kaum glauben, es ist passiert und morgens nach dem Aufstehen oder nachmittags, wenn ich von der Arbeit komme, schaue ich zuerst nach, ob auch Ping und Pong noch leben oder ob sie schon gefressen wurden. Als die neuen Fische so ins Aquarium schwammen, reihten sich Ping und Pong gleich ein. Schließlich sind es Schwarmfische und ich hatte den Eindruck, dass sie froh waren, endlich wieder einen Schwarm zu haben. Meine 6 Axolotl beobachteten die Fische verdutzt und ich glaube, denen war gar nicht klar, was da passiert. Mein Harlekin-Weibchen und mein Melanoid-Männchen, also diese beiden, die du hier in dem Film am häufigsten siehst, waren recht neugierig und schnappten auch hin und wieder zu. Aber erfolglos. Während ich sie beobachtete und filmte, gelang es ihnen nicht, einen einzigen Fisch zu fangen. Deswegen sind Zebrabärblinge und Kardinalfische auch die idealen Mitbewohner und gleichzeitig das ideale Lebendfutter, weil sie durch ihre Geschwindigkeit die Axolotl wirklich herausfordern. Außerdem können sie problemlos in einem Stück verschluckt werden, ohne dass das Risiko besteht, dass der Axolotl daran ersticken könnte. Und es sind Fische, die sich hauptsächlich an der Wasseroberfläche aufhalten, außer wenn sie gerade neu ins Aquarium einziehen, sodass der Axolotl sie kaum bemerkt oder unter Stress gerät, da er sich selbst ja eher am Boden aufhält. Hinzu kommt, dass Zebrabärblinge und Kardinalfische die Axolotl nicht verletzen, denn weder fressen sie deren Kiemen an, noch haben sie spitze Scheren oder Zangen. Ein weiterer Grund, warum man sie gut zur Vergesellschaftung oder aber als Futtertier verwenden kann, ist der, dass beide die gleiche Wassertemperatur benötigen. Also beide fühlen sich zwischen 18 und 20 Grad am wohlsten. Wenn du Fische in deinem Axolotl-Aquarium hast, dann schreib doch mal in einem Kommentar, welche das sind. Das würde mich interessieren. Vor allem, wie die Axolotl auf sie reagieren und wie lange sie so im Aquarium durchhalten. 2 meiner Axolotl waren, wie gesagt, recht neugierig und die anderen 4 waren schüchtern bis hin zu ängstlich. Gut, 2 der 4 eben genannten sind richtige Angsthasen, die fliehen selbst vor Posthornschnecken oder vor Garnelen, sodass ich von ihnen auch nichts anderes erwartet hatte. Diese beiden ergriffen entsetzt die Flucht und die anderen beiden kamen später aus ihren Höhlen, um zu sehen, was da geschieht. So verliefen die ersten paar Stunden, aber dann,
als es draußen dunkel wurde und als ich das Licht ausgeschaltet hatte, als ich selbst schon zu Bett gegangen war und eigentlich tief und fest schlief, gab es plötzlich schmatzende und blubbernde Geräusche, die nachts aus dem Aquarium kamen. Irgendwann war für mich an Schlafen nicht mehr zu denken, denn das Ganze zog sich schon über Stunden hin und schien kein Ende zu nehmen. Also stand ich auf und machte eine kleine Lampe im Zimmer an, aber nicht die im Aquarium, da ich ja sehen wollte, woher diese Geräusche kamen. Und hätte ich diese Beleuchtung angemacht, wären die Axolotl womöglich erschrocken und ich hätte es nie erfahren. Doch bevor ich dir erzähle, was genau ich erfahren habe, abonnier doch am besten gleich jetzt den Kanal oder werde Mitglied bei Axolotl TV 2, denn auf diese Weise kannst du mir zeigen, dass dir dieses Video gefällt. Und du stellst sicher, dass du die nächsten Videos dann nicht verpasst. Denn spannende Videos wie dieses hier wird es bei Axolotl TV 2 noch viele geben. Ich danke dir. Als ich also das kleine Licht im Zimmer eingeschaltet hatte, konnte ich mich davon überzeugen, dass Axolotl tatsächlich Lauerjäger sind. Lauerjäger im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sah, wie meine doch eigentlich so niedlichen Tiere ganz furchteinflößend und absolut bewegungslos sich an der Wasseroberfläche treiben ließen. Sie wirkten wie Krokodile, die genauso regungslos wie sie auf das Erscheinen ihrer Beute warten. Und wenn dann ein Fisch direkt an ihrem Maul vorbeischwamm, schnappten sie blitzschnell zu. Und das Bemerkenswerte an der Situation war, dass da nicht ein Axolotl war, der schnappte und ein anderer in der anderen Ecke des Aquariums, der ebenfalls schnappte. Nein, es befanden sich drei Axolotl nebeneinander, die dabei die ganze Breitseite des Aquariums einnahmen, sodass ein Fisch, der von der einen Seite des Aquariums zur anderen Seite wollte, zwangsläufig auf sie zukommen musste. Und da sich sowohl Zebrawerblinge als auch Kardinalfische, wie vorhin schon gesagt, meist an der Wasseroberfläche aufhalten, befanden sich die drei Axolotl in der idealen Position. Ich frage mich, ob diese ideale Position zufällig war oder ob da ein strategischer Gedanke dahinter steckte. Was denkst du darüber? Ungeachtet dessen, was es nun war, waren die Axolotl in ihrer Jagd äußerst erfolgreich, denn schon in dieser ersten Nacht fraßen sie 10 Fische. Vermutlich wird das in dieser Geschwindigkeit nicht weitergehen, denn es sind ja jetzt weniger Fische, sodass auch die Anzahl der vorbeischwimmenden Fische kleiner ist. Ebenso frage ich mich, ob Ping und Pong diese Strategie bereits durchschaut haben und sich deswegen eher im unteren Bereich des Aquariums aufhalten oder sich eben verstecken oder ob sie bis jetzt einfach nur Glück gehabt hatten. Jedenfalls haben sie schon 3 Monate überlebt. Als ich am nächsten Tag, also den Tag nach der ersten Nacht, die Axolotl wieder beobachtete, verhielten sie sich den Fischen gegenüber ziemlich desinteressiert und ich konnte nicht beobachten, dass sie versucht hätten, sie zu fangen. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass Axolotl eher nachtaktive Tiere sind, was auch erklärt, warum sie eher nachts als tagsüber beizen, was also erklärt, dass sie Tiere sind, die sich tagsüber ausruhen oder schlafen. Tagsüber habe ich auch nicht beobachten können, dass sie sich zum Jagen nahe an die Wasseroberfläche begeben, weil sie sich da meist am Boden aufhalten. Und trotz ihres angeborenen Schnappreflex sind sie vom Boden aus einfach viel zu langsam, als dass sie einen Fisch fangen könnten. Das gleiche gilt im Übrigen auch für Garnelen. Zum Gleichfressen sind eher langsame Posthornschnecken und träge Regenwürmer geeignet und auch da wird gelauert, gewartet und geschnappt, nur eben mit dem Unterschied, dass sie da ihre Beute nicht verfehlen. Wenn du mehr zum Thema Posthornschnecken und Regenwürmer erfahren möchtest, dann schau als nächstes diese Videos an. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!